Okay. Gehen wir mal gucken. Es ist wieder eine Erinnerung vom Schulleiter. Mit dem Hut ins Wasser rein. Oh, da ist... Oh. Haut. Die sieht aus wie wir, finde ich. Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morganock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Oh, das ist die Schulleiterin. Ich habe gedacht, stimmt. Er ist der Schulleiter. Das freut mich. Wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morganock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, Rockwood ist irgendwie komisch, der Typ. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also hört sich an wie Professor Quirrell. Kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morganock. Das ist die Stimme von Quirrell aus Sie Harry Potter 1. Müssen Sie alles beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Sie hatten Zeitumkehrer um den Hals. Zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Sie guckt schon sehr böse. Ich will ja nichts sagen, aber der Charakter gerade, der guckte sehr böse, als hätte ihm was Böses im Schilde. Und die Schulleiterin hat einen Dings um Hals gehabt. Sebastian? In der verbotenen Abteilung! Schon wieder! Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns! Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon,
teilte mir Peeves mit, dass sie heute Abend nicht allein waren. Wenn sie jemand genötigt hat, dann sagen sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden sie das nicht. Boah, ich mag die Alte nicht. Oh. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur ihr Onkel sagen? Peeves hat echt eine gefestige Fratze. Oh mein Gott. Ist sie gerade appariert? Revelio. Weiß gar nicht, war hier oben. Oh, guck mal da. Hallo. Wo fliegst du denn jetzt hin? Nach oben? Nee, nicht nach oben. Ach, da. Latschen wir mal wieder einen Schlüssel an die Wand. Klasse. Mal noch eine. Haben wir hier irgendwo noch eine Revelio. Irgendwo noch eine Kiste. Da sind Sachen, aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Wie auch immer ich da hinkomme, die Frage. Wahrscheinlich wieder durch irgendeine verbotene Tür oder so. Ich wollte nur wissen, ob hier noch so ein... Ui! Okay, runter komme ich auf jeden Fall nicht. Wir tauschen die mal eben einmal. Da. Einmal den Desillusionierzauber gegen... Ach, guck mal da. Hm. Okay. Warte mal, kann ich da jetzt immer rein? Warte mal. Hier noch eine? Nee, warte mal. Oh, ich kann jetzt hier unten immer hin. Revelio. Muss ich das jetzt verstehen? Was war das? Hier unten war irgendwo eine Tür. Da unten ist eine Kiste. Komme ich nur mit Alohomora hin? Hier unten, da war noch nicht eine Kiste. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, die andere Kiste haben wir hier unten. Ja, die hat die Augen jetzt leider. Ist leider jetzt Fratze. Okay, gehen wir zu Professor Fig. Ja, Professor Fig. Einmal zum Lehrer. Warte, hier war doch. Revelio. Hier war Hallo, wie schön Sie zu sehen. Hallo, wie schön Sie zu sehen. I know. War hier nicht? Levioso. Einfach die 500 Gold. Hey, da ist Gold drin. Das ist gut zu wissen. Hören wir mal zu Professor Fig. Revelio. So, auf den Professor warten. Nein. Wälzer und Widrigkeiten. Auftrag geschrieben. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rockwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Fig, Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Hallo.
Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war ein Buch, das wir brauchten. Okay, wir müssen gleich runter zur Zaubertränke. Das? Halt! Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Naja, eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich sah bei dem Buch noch zwei Erinnerungen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir gesehen haben, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hatte, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Was werden Sie ihnen über Mr. Osricks Tod sagen? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Ranrock überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Finde ich gut. Ich mag den Professor. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Schießer Hauptsäuer, 4 von 4. Ach, Sie sind... Revelio. Die Truhe ist schon auf, die Truhe ist schon auf. Oh, diese geheimnisvolle Mucke dabei. Nachricht. Protego. Es wird Zeit, deine Duellfähigkeiten zu testen und einen neuen Schul-Champion zu finden. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde von Gekreuzte Stäbe. Die Übungspuppe steht weiter zur Verfügung. Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Okay. Nati hat dir gerade eine Eulenpost geschickt. Da bittet sie dich, im Dorf Lower Hogsfield zu treffen, okay? Weltkarte. Okay. Die Professorin Fig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Wird hier gerade mit Aufgaben bombardiert? Was mache ich denn als erstes? Das Mädchen aus Aguagardu. Unterricht in Kräuterkinder. Entgehe erfolgreich gegnerische einfach per Ausweichrollen. 10 von 10. Wirke Incendio auf Gegner. Erscheinungsbilder. Okay, machen wir das. Warte. Das ist am Arsch der Welt. Wir müssen den Krankenflügel übrigens. Zauberkombination üben.
Wir müssen übrigens noch warte mal, was ich mal versuchen will, ist. Die Tür, die geht nicht auf. Das ist auch vom. Was ich auch mache, die geht nicht auf. Erklärst du mir nochmal, wie die daedalischen Schlüssel funktionieren? Wenn du einen fliegenden Schlüssel siehst oder hörst, folge ihm zu seinem Schrank. Das Knifflige ist, ihn dann ins Schloss zu bekommen. Ich hoffe, du folgst ihm. So. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Ich hätte gerne von Sebastian gewusst. Egal. Künftiger Champion im Anmarsch. Hallo, Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Das wäre toll. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Ja. Mach mal schauen. Oh, ich sollte vielleicht dann noch auch den Zauber aussuchen. Sollte ich vielleicht auch einfach auch mal aussuchen. Ich wollte mal irgendwas machen. So, machen wir mal. Accio. Incendio. Levioso. Ausgezeichnet. Okay. Incendio. Oh. Oh. Levioso. Accio. Incendio. Okay. Sehr schön. Accio. Incendio. So, warte mal. Accio. Incendio. Levioso. Ach, Mau! Levioso. Accio. Levioso. Beim nächsten Mal. Accio. Incendio. Levioso. Hm? Okay, warte mal. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Ah! Okay, warte mal. Accio. Incendio. Levioso. Accio, du schaffst es. Hä? Achso, bevor die zu Boden fällt. Oh, okay, das können wir nochmal. Okay. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Das war interessant. Das war leider. Okay. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Hey, ich muss mir ein bisschen mehr Zeit lassen.
Okay, ich muss mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Akio. Incendio. Elioso. Akio. Incendio. Oh, das ist gar... Das ist gar nicht so einfach. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Danke, Lucan. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe den anderen Duellanten. Ich wüsste gerne mal... Das ist jetzt mal... Nee. Ich wüsste gerne mal die Ausrüstung oder die Sachen, die ich im Inventar habe. Nee, nicht die, die ich im Inventar habe. Da, Sammlung, Ausrüstung. Was mit den Klamotten ist, die ich freigeschaltet habe. Also die ich mit der Deluxe-Edition gekriegt habe, was mit denen ist. Das ist nämlich mal meine Frage. Ob ich die gar nicht benutzen kann. Sammlung. Die im Ausrüstungsmenü mit der optischen Erscheinungsbildänderung angewendet werden. Okay, warte mal. Ausrüstung. Wo steht jetzt Erscheinungsbild ändern? Frage. Steht in der Erscheinungsbild ändern? Weiß das einer? Da bin ich doof. Aber ich würde schon gerne mit der Gryffindor-Robe durch die Gegend rennen. Oder mit der dunklen Künste-Robe, aber ich kann die nicht ändern. Die Frage. Warte mal, ich guck mal. Ich kann auch was.
Erscheinungsbild ändern. Ah, okay, cool. Ich kann... Ah, okay. Okay, das ist cool zu wissen. Das ist cool. So, warte mal, nee. Die finde ich cool. Warte mal, da ist noch was anderes gewesen. Ist cool. Ah, meine Dark Arts Robe. Ach, ich mag die Dark Arts Robe, die ist cool. Kann ich die verändern? Oh mein Gott, ne. Ah. Okay. Die Maske. Ich finde die Maske cool. Ich will keine Maske haben. Also ich will eine tragen, aber ich will, dass sie nicht angezeigt wird. Das ist cool. Ich bin nicht so der Fan Fan von der Mütze. Na, das wollte ich mal gucken. Das ist cool. Okay. Ich glaube, das geht so. Obwohl, ich hätte gerne... Warte, ich hätte gerne... Ich glaube, ich renne erstmal damit durch die Gegend. Das ist cool. Machen wir das andere auch. Hallo Lucan. Ist die Finalrunde der gekreuzten Stäbe soweit? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Niese gleich. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Absolut. Trittst du mit deinem Partner an? Nehmen wir diesmal Sebastian. Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Immer Sebastian. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Garantiert nicht. Protego und Akio. Der Zauberstab. Levioso. Incendio. Levioso. Contringo. Levioso. Protego. So, den Sieger! Descendo! Contringo! Contringo! Kannst du doch besser! Ich kann mich auch nicht mehr bewegen, achso. Contringo! Na los! Protego! Accio! Levioso! Oh. Okay, warte. Ich verknote hier gerade meine Finger! Oh. In dieser Runde hast du es wohl ziemlich verbockt. Willst du es nochmal probieren? Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Accio. Levioso. Levioso. Ah, das war's mit meiner Wette. Incendio. Contringo. Accio. Levioso. Incendio. Contringo. Contringo. Contringo! Die Finde! Contringo! Accio! Levioso! Descendo! Contringo! Protego! Levioso! Contringo! Accio!
hast du vor? Levioso! Findest du das etwa lustig? Confringo! Super! Accio! Levioso! Nee, bitte nicht runterlassen! Protego! Ist das etwa alles? Confringo! Confringo! Levioso! Confringo! Levioso! Levioso! Protego! Accio! Levioso! Confringo! Ich okay. Also ich glaube mit Kontrolle. Versuchst du es nochmal? Ja. Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Okay, machen wir es nochmal. Hören wir uns erst um den einen. Levioso! Accio! Der Zauberstab! Accio! Levioso! Accio! Confringo! Levioso! Confringo! Protego! Levioso! Accio! Confringo! Levioso! Confringo! Incendio! Protego! Levioso! Levioso! Accio! Confringo! Protego! Accio! Levioso! Stupo! Defendo! Levioso! Protego! Confringo! Levioso! Accio! Protego! Confringo! Levioso! 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 Accio! Confringo! Confringo! Protego! Confringo! Levioso! Levioso! Accio! Confringo! Ich glaube, der Kollege ist eingefroren. Levioso! Confringo! Protego! Accio! Levioso! Levioso! Confringo! Confringo! Levioso! Confringo! Protego! Confringo! Levioso! Accio! Levioso! Incendio! Confringo! Nein! Confringo! Okay, ich hab ein Leck! Protego! Levioso! Incendio! Ich hab einen Bug! Descendo! Defendo! Oder auch nicht? Dass ich also, gewettet habe. Also mit PC, dann hast du. Danach hast du Knoten in der Finger. Was für ein Sieg! Du danach hast du Knoten in der Finger. Ich bin nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält die Siegerin den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Es war mir eine Ehre. Wohlverdient. Du bist eine ernstzunehmende Duellantin. Nachdem wir jetzt eine eindeutige Turniersiegerin haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. Hey, wir haben's. Revelio. Okay. Okay. Mal gucken, Aufträge. Finde die restlichen Hausmarken, die sich in Hogwarts befinden. Entgehe erfolgreich gegnerischen Angriffe. Geh mal zur Kräuterkunde. Bevor wir aber zur Kräuterkunde gehen, würde ich gerne vorher einmal runter in die Kerker gehen. Dafür teleportieren wir uns jetzt einmal zur großen Treppe. Ja, große Treppe.
Aber zur großen Treppe, weil ich würde gerne einmal unten in den Keller gehen. Wir waren überall, nur nicht... Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Wir waren ja noch nicht unten. Revelio. Incendio. Revioso. Incendio. Schade, ich kann das nicht anmachen. Ich war mal nach unten. Ich würde sagen, die Tür haben wir doch schon. Revelio. Da ist noch einer. Hey! Oh! Jung! Wo denn jetzt hin? Wollte ich nicht hin. Ich will gerade mal gucken, wo ist denn der jetzt hin? Wo ist der denn jetzt hin? Revelio. Ja. Da ist der Schlüssel. Hey, gucken wir mal. Oh, scheiße. Das war daneben geklatscht. Jetzt aber. Hey, noch eine Hausmarke. Revelio. Funktioniert das? Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Okay. Hauselfenrezeptbuch. Jetzt gehen wir auch runter in die Kerker. Bienenporträt. Wenn man die Biene auf diesen Stillleben einer Obstschale kitzelt, kehrt sie und verwandelt sich in einen Türknauf. Incendio, Levioso. Wie kommt man da rein, ist die Frage. Wie kommt man da rein, ist die Frage. Revelio. Komm ich. Ja, da kommt man nicht. Schade. Hufflepuff-Fässer, ja, da kommst du nicht rein, nur als Hufflepuff. Wie kommt man da rein, ist die Frage. Warte mal, wir lernen noch Zauber. Haben wir den Kitzelzauber? Accio. Dependo. Nee, haben wir nicht. Was haben wir denn hier? Arresto Momentum. Latios. Nee. Wie kommt man denn in die Küche rein? Incendio. Nervioso. Mach mir die Tür auf. Revelio. Kommt man da rein, ist die Frage. Mal die Tage mal gucken, wie man da reinkommt. Frag mich ja, wie man da reinkommt. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Weiter kommt man nicht runter?
Ja, ich wollte gerade sagen, man kann da weiter runter. Revelio. Man kann auch ganz unten hin. Hä? Das wäre ein bisschen komisch. Weiter runter geht wohl nicht, oder? Ne. Hey. Unterer Treppenabsatz. Ha! Hier ist das Haus der Slytherins. Hier, wenn du hier reingehst, kommt das Haus der Slytherins. Revelio. Ja, kommst du da zu den Slytherins? Danke für die 500 Gold. Da ist eine Kiste, aber wie komme ich da rein? Kriege ich einfach so das... Das ist jetzt eine Frage, kriege ich einfach so das Passwort? Wahrscheinlich eher weniger, oder? Hier ist noch ein... Lumos. Was bist du denn? Langer Gang, zwei Dinger. Langer Gang, zwei Dinger. Der hier gemeint? Revelio. Langer Gang, zwei Dinger. Hm. Ah, hier ist das Klo der maulenden Myrte. Mich gibt's noch gar nicht. Mich gibt's noch gar nicht. Myrte, mich gibt's noch gar nicht. Wie cool. Sie haben's reingebaut, aber du kannst halt nichts machen. Weil unser Charakter halt kein Puzzle kann. Das wäre halt voll geil, wenn du da rein könntest. Das wäre halt cool. Revelio. Wäre halt voll cool. Hier ist noch eine. Das ist die Toilette der maulenden Myrte. Das ist das. Ja. Slytherins Waschbecken. In einer kupfernen Wasserhähne dieses scheinbar gewöhnlichen Waschbeckens auf der Mädchentoilette ist eine kleine Schlange eingeritzt. Niemand weiß, was sie bedeutet. Außer die, die Harry Potter kennen. Die wissen das. Cool. Revelio. Da ist unser... Lumos. Komm mal mit. Komm mal mit, meine kleine Motte. Meine kleine Motte. Ich packen wir jetzt mal dein vorgesehenes... Incendio! Hey! Gehen wir da mal lang. Protego! Revelio! Weißer... Okay, da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Was ist denn da? Ach, das hat er gebimmelt. Wo komme ich denn hier hoch? Ach, das ist der... Das ist die Wendetreppe, wo Snape mit Harry runterrennt. Oder? Revelio. Okay, hier ist eine Tür. Wo ist der Schlüssel dazu? Da oben flattert der Schlüssel dazu. Ups. Oh. Okay, gucken wir mal. Wir haben noch eine Hausmarke. Incendio. Ja, die kann ich nicht anmachen. Was ist das?
Protego. Revelio. Können wir nochmal unten gucken? Werker von Slytherin. Ach, jetzt sehe ich auch, wo wir uns befinden. Unten links. Lol, wie viele Folgen ich jetzt gebraucht habe, um das zu finden. Geil. Okay. Und hier. Interagieren. Protego. Revelio. Interagieren. Wie interagieren? Okay, ich kann nicht mit interagieren. Ah, okay. Ausschluss. Revelio. Okay, Revelio. Was ich jetzt gerne wissen würde, ist, wo ist denn der... Wo ist denn der Raum für Zaubertränke? Wüsste ich gerne mal. Das hätte ich gerne mal gelernt. Oder bin ich komplett falsch? Nein! Ich wollte da nicht hin. Ich wollte...